Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video in der Testzone. Heute spiele ich mit euch das Spiel Pulsar Lost Colony. Ein super interessantes Spiel und ich bin nicht alleine. Nein, dabei ist auch der gute Pappnase. Hallo Pappnase. Hallo. Ja, Pappnase hat mich auf das Spiel gebracht. Wir haben den Key von den Entwicklern bekommen, sogar zwei Stück für mich und den Pappnase. Und ja, Pappnase plant tatsächlich sogar ein größeres Projekt damit. Ne? Dann würde ich mal sagen, stell mal dein Projekt vor, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ja, Pulsar Lost Colony ist, man kann es im Singleplayer spielen mit 4 KI-Bots. Eigentlich ist es aber ein Koop-Spiel, und zwar man steuert die Crew, 5 Leute steuern quasi die Crew eines Raumschiffs. Pilot, Engineer, Waffenchef und Wissenschaftler und so weiter und so fort. Und auf meinem Kanal findet ihr ein Infovideo. Da werbe ich quasi gerade um 4 oder anders gesagt 3 weitere Spieler, denn der Tim möchte ja sicherlich mitmachen bei meinem großen Projekt. Aber sicher doch. Also 3 Spieler suchen wir noch, bitte über 18, weil das sonst rechtlich schwierig ist. Ist halt leider so. Ja. Das ist Deutschland und da ist das nicht so einfach. Ja. 18 und eine Stimme, die muss nicht so geschmeidig und erotisch wie Pappnase sein. Aber dürfte auch keine Piepstimme sein. Das hört sich mal doof an. Ja. Ich möchte natürlich am liebsten mit allen zusammenspielen, aber das geht ja natürlich nicht. Ne? Auch der Pappnase. Gut. Das war dein Projekt. Ich bin einfach nur Teilhaber an seinem Projekt und werde natürlich auch Videos davon machen jetzt. Immer wenn wir dann die Zeit haben. Das Spiel selber, wie er sagte, ist... wir sind Besatzungsmitglieder wie bei den guten klassischen Star Trek-Filmen, wo der Captain Kirk und die... Uhura, der fällt mir einfach mal nur ein Name. Und die Rollen übernehmen wir und kämpfen wie die Verrückten im Weltraum auf verschiedenen Servern gegen KI und menschlichen Spielern. Sehr, sehr geil gemacht. Ich habe gerade mal eine ganz kurze Runde Chaos verursacht auf einen fremden Server. Und wollen wir doch direkt mal anfangen, ne, Pappnase? Guck mal in den Controls rein. Da steht bei Equip Items steht da Alpha 1 bis Alpha 9. Und welche Taste ist das? Die Alpha-Tasten? Ja. Hast du die auf deinem Keyboard? Also ich habe keine Alpha-Tasten. Die habe ich nicht drauf. Das ist gut. Und sie sind so viele Buchstaben doppelt. So Activate Station, Pickup Item, Talk to NPC, Toggle Exosuit und Enter also und Access sind alle R. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal, weil es ist ein Testzonen-Video, einfach mal so ausprobieren, so wie die Entwickler das so vorgeben. Ich drücke mal hier auf Back. Und wir wollen einfach mal das Spiel so ein bisschen anschauen. Es ist erst seit ein paar Stunden auf Steam raus. Ne? Und den Link, den findet ihr natürlich in meiner Beschreibung. Es kostet stolze 22 Euro noch was tatsächlich. Und macht aber einen guten Eindruck. Grafik haut einen nicht so vom Hocker. Aber das Game, also das Spielprinzip ist sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall, weil so habe ich ein Besatzungsgefühl noch nie gehabt, dass man wirklich der Pilot ist. Oder der Typ, der den Radar benutzt, oder der Typ, der das Waffensystem benutzt, ist eigentlich ganz cool gemacht. Und ja, jetzt hören wir mal auf zu labern. Lass uns mal eine Runde zocken. Ich gehe mal auf Play. Hast du Optionen hochgestellt, Pappnase? Ja. Wir haben uns einen EU-Server ausgewählt. Die Möglichkeit besteht sogar schon. Oh, ich bin ja noch in den Optionen. Hä, kein Wunder, dass, wenn ich auf Online gehe, keine Server kommen. Ich habe jetzt Start Crew. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Da hoffe ich, dass der Pappnase wieder Erfahrung hat. Obwohl die Intrepid, die habe ich schon gerade geflogen. Das ist so eine Art Kampfschiff, so eine Art Star Trek, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist ein Raumschiff Enterprise, fliegt man hier. Dann gibt es auch hier eine Cruiser, Stargazer, was auch immer das ist, ein Roland. Ihr seht, die haben alle verschiedene Attribute und den WD Destroyer. Der hört sich auch ziemlich cool an, ne? Bist du auf deinem Fenster gerade rein, zufällig? Ja. Welches würdest du jetzt für die Testzone vorschlagen? Ich glaube, das allererste wäre tatsächlich sehr interessant, ne? Aber wir sind ja nur zu zweit. Das ist natürlich ein Problem. Wir machen einen offenen Server, vielleicht kommen da welche dabei, aber viele Leute spielen es jetzt halt, die keine Ahnung haben. Nimm das Ganze mal USS. Ach, guck mal. Guck mal. Da kannst du hier, du siehst das ja unten. Ich dachte eben, hier, das hier würde zu dem Schiff gehören und das hier würde zu dem Schiff gehören. Ist aber nicht so. Okay. Jetzt ist er sprachlos. Nee, ich guck mir gerade Hülle, Schilde und Panzerung an. Ja gut, es geht ja erstmal um das grobe Zeigen in der Testzone. Dein Projekt, ich nenne es ja einfach mal dein Projekt, wo ich dann ein Gast bin.
Das wir zocken das jetzt erstmal für Tims Testzone und und ja. Ihr seht, wir können eine private Crew einstellen, da können wir da unser Passwort setzen oder Iron Man Mod, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, was das bedeutet, wir machen einfach mal jetzt offen und ich kann jetzt mal Show Components drücken, damit ihr das seht, da seht ihr, was das Schiff alles so besitzt, alles etwas komplizierter, sag ich mal. Also wenn man das Spiel gerade gestartet hat, ist man ein bisschen überfordert. Ja. Wenn ich jetzt auf Engage drücke, ich hoffe, dass du mir da irgendwie joinen kannst. Ich drück mal drauf. Ich habe jetzt 3-2-1 Spiele, finde ich direkt. Pulsar Game Pappnase. Okay. Ich habe jetzt ein... Oh, hier eine Rollenauswahl. Captain, Pilot, Wissenschaftler, Waffensystem oder Engineer. Du darfst ja aussuchen, was willst du sein? Ich bin noch nicht in dem Feld. Pilot macht schon mal Sinn, einer von uns beiden sollte der Pilot sein. Na gut, dann sieht man wenigstens was. Ich bin Pilot. Dann bin ich... Was kann denn der Captain? Scheiß auf den Captain. Hier steht irgendwas mit Captain Only unten. Ready Captain Only. Pilot is the responsible flying the ship and navigating across the sectors of space. Oh Gott, wie kriegen wir das jetzt auf die Kette hier? Ich nehme den Waffenmenschen oder den Engineer. Glaub, den Engineer nämlich. Ich glaube... Als Captain darfst du, glaube ich, alles hier, ne? Kann das sein? Ja, dann mach mal Captain. Okay. Ja, ich bin ja auch der Captain. Ist halt so, ne? Ready. So. Da sind wir auf dem Schiff. Das Field of View, das kennen wir ja von Spielen, dass man so diese Optik ändern kann, ist hier an sich ja sehr hoch eingestellt, habe ich den Eindruck. Dass man ja so einen unglaublich breiten Blickwinkel hat, ne? Wir können unser... Was denn? Du kannst deinen Charakter verändern, wie der aussieht. Ich sehe dich. Da bist du. Wie du aussiehst. Aber ich wollte eigentlich nach was anderem gucken. Dein Auge. Wie hast du das gemacht? Ja, Escape. Escape? Ja. Ach, du Jemini. Videosync, Audio, Game. View, Safe Game. Disconnect, das wollen wir nicht machen. Customize Appearance. Ist das so oder was? Ja. Ich wollte aber eigentlich meine Maus ein bisschen runterstellen. Maus on Foot, ein bisschen runter. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Einfach mal zu sehen. Ja, wir gehen das einfach nur grob durch. Also das typische Star Trek Außerirdischen sein. Ne? Also nur ein Tattoo, da ist das schon ein fremder Planet, ein Außerirdischer. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, also deine Brille. Rote Haare, sehr erotisch. Ey, rot-blondi bleiben. Lip Color. Okay. Weg. Ja, wir können auch einen Charakter anpassen, finde ich auch ganz praktisch. Und hier seht ihr überall Monitore. Also wir sind jetzt nur zu zweit. Es wird wahrscheinlich ziemlich schwierig werden, so, ne? Ich weiß nicht, ob du auch ändern kannst, was du bist hier. Ich glaube nicht, ne? Chip-Komponenten, auch haben wir schon gesehen. Hier als Pilot kann ich jetzt... Ach, guck mal, Pilot zu Chip. Wenn ich jetzt R drücke, darf ich fliegen. Steht das bei dir auch da? Ja. Jeder darf fliegen? Ja. Beweg's mal. Ich soll es bewegen, okay. Wir sind jetzt auf der Brücke. Das Schiff hat noch viel mehr Räume. Du kannst tatsächlich sogar... Wie geht's? Oh, unser Mutterschiff. Na, ich bin ja gespannt, dass wir da hinbekommen. Ach, da unten sieht man. Boah, das ist aber zerschossen worden, das Ding, ne? Hier fliegen überall Brocken im Weltraum rum. Ja. Im Weltraum, wollte ich natürlich sagen. Hier gibt es ein kleines Easter Egg. Dinosaurier stehen hier auf dem Tisch rum. Hast du das schon gesehen? Nee. Hier, wo ich stehe gerade. Aber du bist ja gerade Pilot. Und wie gesagt, hier hat jeder seinen Aufgabenbereich. Sehr, sehr kompliziert, muss ich sagen. Da habe ich gerade aus Spaß nichts gecheckt. Da haben wir Monitore. Wir können modulate oder... Man kann hier alles verändern, wie man will. Ich bin ja der Captain. Ja. Repair Depot. Achso, das sind Missionen, ne? Guck mal, Sensor. In 2,3 Kilometer. It's broadcasting on a trading commerce channel. Viel besser. Also man kann ja Aufgaben annehmen, sozusagen Quests und die dann erledigen und damit dann auch Punkte und Geld sammeln, um sein Schiff wieder aufzubessern. Hier haben wir eine Statistik. Wir können auch runter auf Planeten, da finden wir auch so Komponenten dafür. Mhm. Und unglaublich viele Balken und Dinge, die ich nicht so verstehe. Ich bin ja eigentlich firm in Englisch, aber ich muss sagen, weil... Ich mach mal einen Sprung hier, komm. Warp. Oh oh.
Ich habe einfach auf Warp gedrückt. Irgendwas passiert jetzt, Pappnase, Hilfe! Was sagt der Monitor da? Man kann es doch von der anderen Seite sehen, irre ist das. Es ist halb geladen, Warp, blau. Ich denke mal, es wird gar nichts passieren. Aber... lädt den erstmal, genau. Der lädt den. Ich hab Angst. Das ist natürlich völliger Blödsinn, was wir hier gerade machen. Jetzt. Hä? Hey, Maxwell. Da ist einer einfach auf unserem Schiff gejoint und schießt auf uns. Wie equipp ich die? Zwei. Feuerlöscher. Maxwell. Weil wir haben ja kein Passwort gesetzt. So. Chip to Target? Ich hab kein Target. Allein Ship to Target. Ja, wir müssen das erstmal dahin lenken, wo du überhaupt springen willst, ne? Also ich guck gerade mal die Steuerung. Außenansicht, wir sind jetzt hier an unserem zerstörten Mutterschiff. Oder was auch immer das ist. Mit A und D kann man jetzt lenken. Ihr seht, das ist so die Steuerung wie bei World of Warships ein bisschen. Das sieht voll irre aus. Sehr träge ist die Steuerung. Und mit W... wow, geben wir Gas. Mit Q können wir uns drehen. Genauso wie mit E. Und wenn wir nach unten oder nach oben fliegen müssen, glaube ich, müssen wir gucken beim Fliegen. Einfach nur. Ich stelle dir gerade die Kontrollen um. Binary und Precise, also präzise. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ey, der macht unser Schiff kaputt. Töte ihn. Wenn ich jetzt so gucke, dann fliegt er tatsächlich an. Also die Steuerung ist sehr schwierig. Boah. Das sieht aber echt cool aus. Also grafisch ist das doch kein schlechtes Spiel an sich. Hm, finde ich auch nicht. Nur oben und unten fliegen, da bin ich gerade noch ein bisschen. Bisschen doof. Hast du schon mal versucht, an eine Waffenanlage ranzugehen? Weil wir haben ja oben einen dicken, fetten Phaser drauf. Ja, Auxiliary Reactor. Die Waffenanlage ist, glaube ich, nicht hier drin. Ach guck mal, da steht auch, Maxwell has joined the crew. Ja. Hi, schreibt er. Ja, wir haben nicht Hi geschrieben, er ist doch, Engineer. Ich hab's gemacht. Ach gut. Wir haben hier nämlich auch so einiges, guck mal, Science Lab. Hier haben wir, glaube ich, nur Info, Teleport. Hier können hab wir ich auch uns mal gemacht, da bin ich auf einmal irgendein Schiff gewesen, von einem Gegner. Okay. Aber wie groß ist denn dieses Weltall hier? Da bin ich mal gespannt. Wenn wir alles in Partner sein Projekt sehen... Oh nein! Was? Ich bin vom Schiff runtergesprungen. Ich bin, glaube ich, auf der... Oh, ich bin auf der Raumstation. Hä? Ja, komm, warte, ich komme zurück aufs Schiff. Ach, guck mal hier. Da, Weapons. Wenn ich jetzt die Maus bewege, dann seht ihr auch, dass dieses Kreuz da sich bewegt. Das Spiel ist so frisch, also ich habe keine Ahnung. Also ist die Steuerung ein bisschen schwieriger, was wahrscheinlich die Gefechte ein bisschen schöner macht. Ja, ja. Ich gebe dem Waffen ein bisschen mehr... Obwohl, das war eigentlich recht gut hier. Und wenn man das hier ordentlich abspricht, da kann man richtig was reißen in den Spiel, ja, ne? Wie gesagt, darum so möchte ich das auch zu fünft mit euch spielen. Ich hör zu. Ja, ich bin hier gerade... Also wir haben schon eine Aufgabe, glaube ich. An der Waffen... Oh. We often ship repair for... reasonable price. Was? Für einen günstigen Preis, oder was? Install Ship Components. Das ist unsere Aufgabe. Browse Gods, Install Ship Components. Trading Station und sowas alles. Mission. Okay. Wir haben hier einen Laserturm, einen Railgun-Turm. Und dafür brauchen wir einen bestimmten Skill. Wir gehen mal an das Laserteil als erstes. Und. Kannst du was zerballern? Ja. Er muss aufladen. Es sind aber wenig Spieler hier drauf, ne? Auch wenn der Maxwell sofort gejoint ist. Kann ich zoomen? Aber er ist ja schon wieder geleft. Okay. Kann ich unser eigenes Schiff beschädigen? Tolle Idee. Das war der Laser. Ab zu Railgun. Ich drück mal M. Ne? Und da siehst du eine Galaxie. Das ist ja, ja schon mal irre. Unsere Position wird wohl das hier sein. Und jetzt versuchen wir mal diesen Lichtsprung zu machen. Hier kann man reparieren. Also hier sind Koordinaten einfach nur 1, 3. Oh, wie cool. 1, 3, 9, 4. Was ist das denn jetzt auch nichts? Kann ich, muss ich denn so eingeben? Ich würde mal kurz wieder R. 1, 3, 9, 4.
Da muss man, glaube ich, zu zweit dran, oder? Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Hier sind zwei Hebel, Tim, und... Wo denn? Wo sind Hebel? Im Waffenraum. Achso, warte, ich komme mal. Dann zeige ich mal den Rest des Schiffes. Ich wollte gerade so einen Warp machen. Hier. Ich kann auf dich nicht schießen, schade. Ja. Guck mal hier, Waffen. Weapons, Science Lab, Bridge. Also die Brücke, da wo wir gerade die ganze Zeit drauf waren. Hier ist der Waffenraum. Wo sind denn Hebel? Hier. Hier. Aber ich kann nichts machen. Warte mal, kann ich auf der 1? Ich hab... Oh. Ich sehe deinen Hebel. Ich sehe auch. Schade. Okay, ihr seht, wir müssen noch viel lernen. Ja. Aber ich kann nur noch mal betonen, das machen wir hier Chamber Empty. Chamber Loaded. Kannst. Ah, da musst du. Bist du Waffentyp? Nee, ich bin Engineer. Man muss sie ja haben, die Leute. Wie kriegt man denn jetzt so eine KI? Aber die ist ja auch nicht so schlossen. Die KI kriegst du nur im Singleplayer. So wie ich gelesen habe. Ach, da brauchen wir tatsächlich eine Crew. Ich hoffe, du wählst die Engineering, Life Support. Ja. Wollen wir mal kurz gucken auf die Raumstation? Put to Exosuit. Guck mal, er. Ich habe jetzt einen Raumanzug an. Boah, cool. Ich habe einen Helm aufgesetzt. Vom Blase. Was? Wie sehe ich aus? Wo bist du? Ich bin in der Mitte. Im Raum aus... Da. Hier kannst du, da kannst du ein Exosuit anziehen. Ja. Hier, zieh mal an, ich will das auch mal sehen. Wo ist der denn? Hier hinten da, wo die Exosuits hängen. Jo. Irre. Wie cool ist denn das? Ja, so kann man hier dann auf fremde Planeten draufgehen, ne? Nein. Doch. Ich bin ja ein bisschen baff gerade. Essen. Und die Küche. Oh, wie geil. Und du musst sie nicht selber craften. Ja. Guck mal, war die cool, das hat fleißig gelesen. Hier ist eine Dusche oder sowas. Ich tue mal im Raumanzug duschen. 73 Grad? Nein, das ist wahrscheinlich nicht Grad. Guck mal, die Betten. Sehen irgendwie gemütlich aus. Doch, das ist 73 Grad, das ist aber Fahrenheit, wenn ich mich... Ja, meine ich. Also, denke ich mal. Ich war mir nicht ganz sicher. Life Support Engineering, das habe ich noch nicht gesehen. Das wäre dann mein Bereich. Ja. Ich darf zwar auch Hebel setzen. Ich bin der Captain. Pappnase steht unter meiner Fuchtel. Ich kann hier alles einstellen, wie ich will. Bin ja der Boss. Jetzt haben wir irgendwie die Batterie. Jetzt habe ich, glaube ich, alles angemacht und deswegen geht der Strom leer. Ja. Dann hier. Ist alles aber aus. Wie krass, ey. Oh, hier siehst du die Gore-Temperatur. Ja. Und wie viel Energie was verbraucht. Ich verstehe es so langsam. Emergency. Das wollte ich jetzt nicht. Oh, was war das? Hier ist alles rot. Ich glaube, wir haben die Batterie alle gemacht. Kann das sein? Hä? Ich weiß doch nicht, was das ist. Oh. Was passiert? Ich habe, glaube ich, irgendein System abgeschaltet. Das ist die Energiezelle hier? Ja, da wird ja nichts mit unserem Warp hier. Aber die Türen gehen noch auf. Was ist über Licht aus, Pappnase? Mach wieder an. Ich. Wie mache ich denn die Taschenlampe? Ich glaube, ich habe zu viele Sachen aktiviert. Boot Chip OS? Oh Gott. Nein, wir müssen angegriffen werden. Was denn? Welchen soll ich denn bitte schön? Den hier vielleicht? Ich kann aber noch fliegen. Wow, den kann ich nicht. Sieht aber fantastisch aus, muss ich sagen. Oh. War jetzt gerade Licht wieder an? Nein, ich bin aber rausgeflogen. Ich bin jetzt kein Pilot mehr. Jetzt bin ich wieder Pilot. Ich kann auf jeden Fall noch fliegen. Ich versuche unser Schiff mal wieder ins Laufen zu kriegen, was soll. Ja, das ist so typisch. Ich habe wieder alle Hebel benutzt. Kein Warp Core. Und okay. Mich würde noch dieser Warp interessieren. Also das will ich unbedingt noch zeigen. Die Monitore sind alle aus, Pappnase. No jetzt. Signal steht da. Oh scheiße. Wir haben schon wieder kaputt gemacht. Tolle Testzone, ne? Aber dann zeigt auch wirklich gut das Spiel, muss ich sagen. Also wie viele Möglichkeiten das hier gibt, ne? Ist das eine Pumpstation hier? Ich hoffe, du bist noch im Engine Room. Dein Raum da, da habe ich doch alles ausgemacht. Warum haben wir denn keine Power mehr? Weapons, Science Lab, Engineering, da. Du kannst doch gar nichts drücken, Monitore sind dann hier an. Achso, du bist nur in den Raum reingegangen. Okay.
Okay, ich mach hier wieder an. Was habe ich gemacht? Ha! Muss ich denn wieder kommen, um das hier alles zu aktivieren, hä? Ich habe jetzt gerade gar nichts. Überhaupt kein Bildschirm mehr. Aber ich habe jetzt irgendwie Licht angemacht. Ja, aber die Bildschirme sind alle weg. Lass mal so, wie es ist gerade. Ich guck mal kurz im To Bridge. Ja, ihr seht hier schon Fium Manual. Sieht man Tore ganz weg? Sag ich doch. Ach du Scheiße. Wir machen mal den einen hier hoch. Immer noch keine Monitore. Also ich habe ja einen Hebel gesehen, den muss ich ziehen. Ich kenne das Gefühl. Manuel ja. Program Changing Station. Bitte was? Charging heißt das. Also Aufladen. Charging. Core Safety Toggle. Unten. Boot Chip Operating System. Oh, da kannst du... Ah, da kommen Monitore da. Wieder. Aber die sind immer noch so komisch farbend, weil die kein Signal haben. No Signal. Ja. Ich helf dir. Wie kriegen wir jetzt das Signal, Tim? Step 4 von 6. Okay. Prime Warp Core haben wir gerade schon gemacht. Und cool, das Level. Ist Step 5. Kannst du auch lesen. Und das ist Step 6. System ist aktiv. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht ein bisschen warten müssen. Tim, ich habe nur noch 10% Sauerstoff. Wo steht das? Oben links. 8%. Sterbe ich dann? Das ist wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob hier Sauerstoff drin ist, jetzt gerade. Ja, ja, wenn der Anzug leer ist, dann ist Feierabend, ne? Ja. Scheiße. Ja. Ziehen wieder aus. Okay. 1%. Also es hat auch Lebensenergie. Ihr seht hier so einen grünen Balken. Heißt also, dass man Schiffe auch entern kann. Also das habe ich schon erlebt, tatsächlich. In diesen ganz kurzen Tests, den ich gemacht habe. Und da kann man dann das mal kaputt machen auf den gegnerischen Schiffen. Ich bin ja eine Tuse, stimmt ja. Mein Bild ist ein bisschen grau. Wie kommt das? Wahrscheinlich wegen den... Emergency Core Eject. Ich glaube, wir haben den Core rausgeschossen. Was sollte das für einen Sinn ergeben? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach irgendwelche Hebel gedrückt. Aber da ist so ein Chor. Da ist ja einer. Ich glaube, ich nehme Schaden gerade. Ja, ich habe 20 Schaden. Oh. Bei mir steht aber nichts. Wahrscheinlich haben wir auch keinen Sauerstoff mehr, ne? Ja, wir haben keinen Sauerstoff mehr. Wir haben es verkackt. To Bridge. Ich bin auf der Brücke, aber nix. Ich glaube, wir machen nochmal in der Folge nochmal, versuchen wir nochmal so einen Warp zu machen. Ach, da steht da unten. Aktiviert ihn jetzt gleich eine Sekunde. Da. Ja, aber wie willst du das denn machen? Hier ist alles aus. Ja, wir starten nochmal neu. Geh mal auf Disconnect. Okay. Und geh mal auf Start Crew. Und dann wählen wir nochmal dasselbe Schiff. Also ich mach das. Engage. Nenn das nochmal 3, 2, 1 Spiele. Ob das geht, weiß ich nicht. Alles gleich wie gerade. Loading. Überall USS, USS, USS. Captain. Ready. Jetzt versuchen, der Typ zu sein, der so einen Warp machen kann. Oder seht ihr, was das für eine Energie kostet? So ein Warp-Jump-Computer. Wie geil ist das denn, ey? Da. Also ich bin wieder drauf. Hast du mich gefunden? Ich komme, ja. Jetzt müssen wir nur Koordinaten rauskriegen. Changing, Charging, also Laden, Warp-Drive. Scotty, volle Energie. War der Scotty überhaupt dafür zuständig? Ich weiß es gar nicht. Scotty war für das Teleportieren. Okay. Du bist Captain, also. Oh. Guck mal, wie gigantisch das Universum ist. Okay, dann nicht mal den Pilot.
Ach, guck mal, Warp Network. Haben wir hier unten auch noch. Was? Wo hast du das denn? Wenn du M drückst. Chops. Achso, du bist... Chops kannst du auswählen. Commanders, Warp Network. Mach mal das hier weg, das hier weg. Boah, wie viele Systeme? 119. Aber du kannst ja nicht... Okay, so wird das da hinfliegen. Was ist das denn? Hast du jetzt gerade eine Route berechnet? Ja. Er zeigt mir nämlich hier gerade weiße Striche an. Wo denn? Du stehst bei mir einfach auf der Map. Da. Auf der Map sieht der, zeigt er mir die an. Ja, bei mir hat er die auch gezeigt. So, guck mal, ich habe jetzt das angezeigt. Jetzt tue ich mal drücken. Und nichts passiert. Chip to target. Oh Gott, wir sind so unvorbereitet. Ja gut. So. Was ist das denn hier? Ich will einen Warp-Sprung machen. Vielleicht darf ich es einfach nicht, aber ich bin doch der Captain. Ich darf doch alles. Hülle ist in Ordnung, Schild ist in Ordnung. Ist auch nichts passiert. Was bist du jetzt? Ich bin Pilot. Ja. Dann dürftest du eigentlich doch einen Warp machen, ne? Denke ich gerade überhaupt? Das scheint irgendwas mit Waffensysteme zu sein hier. Nuklear. Ah, also ich kann hier, wenn ich W gedrückt halte, macht der direkt volle Power. Aha. Und jetzt stelle ich das Ganze auf präzise um. Sehr schön. Und jetzt kann ich die Geschwindigkeit selber einstellen. Aber für die Leute, die mit uns mitspielen werden, heißt das auch natürlich TS, ne? Keine Frage. Auf jeden also, Fall. Hier muss eine ordentliche Absprache stattfinden, damit man hier ordentlich fliegen kann. Ally, ship to X target. X können wir Warte, jetzt habe ich X gedrückt. Jetzt muss da ja irgendwas hier... Achso, Auto, Manual, Auto, Manual und K ist Kameramode. Okay. Oh Gott. Ich rechne gerade eine super Route zusammen. Cool, wir können also auch von hier innen steuern. Und Space ist... Da wollen wir hinreiten. 935. Aber man kann nirgends so Zahlen eingeben. 935 sagst du. Okay, und was wäre unser nächstes System? Ja, das ist so eins neben uns. Wie heißt das? Das hat keinen Namen, das steht 935. 935 ist das System direkt neben... Da, 988 zeigt er mir an. Wo? Wie siehst du das denn? Ich bin beim Fliegen. Was hab ich denn da für eine Waffe equipped? Es gibt voll viele. Ach, ein Flap. Ah! Das Spiel ist doch schon etwas kompliziert, würde ich sagen. Ja. Wege mal Gummi. Jump Computer, der will aber nicht so wirklich. Der kommt hier nicht ganz so warte, hinter. Ich flieg. Warte. Gib mir ein bisschen Zeit. Wie steuere ich denn mit dem runter? Maus. Ach so. Einfach nach unten gucken. Also so ziehen mit dem Maus sozusagen. Dort ein bisschen da, länger, ist ein bisschen träger. Jetzt guck mal, hat der beim. Zeigt dem Warp was an? Im Barb. Nein. Doch. Jump to SE 988. Okay. Soll ich das machen? Mach das, gib Gummi. Wow. Das dauert, das Springen dauert sogar eine gewisse Zeit. Wie affengeil. Ich will mit einer Crew. Oh, das dauert eine Minute 15 Sekunden, bis wir da angekommen sind. Komm auf M. Na, da siehst du nicht viel. Aber es sind nicht die ich angegeben habe. Du hörst nicht auf deinen Captain. Was denn? Ich wollte nach 935. Ja, sorry, aber das wurde mir markiert ja, als Spring. Ja, ich bin ja froh, dass wir da hinfliegen, dass das funktioniert hat. Ja, aber es wäre schon cool, wenn wir... Bin ganz zufrieden mit dem Spiel, muss ich sagen. Also ich freue mich auf das Projekt, Pappnase. Nee, 988 ist richtig, lieber Tim. Ich habe 935 angegeben. Ja, 935 ist der Endpunkt.
Ach so. Wir springen jetzt direkt nach. Boah, so ja. Meine Karte rein. Wir müssen erstmal die Strecke abfahren. Oh. Und du kannst, glaube ich, den Sprung skippen. Will ich aber nicht. Ja. Mein Schatten ist sehr erotisch. Da habe ich eine Antenne auf dem Kopf. Eine Antenne? Ich sehe deinen Schatten nicht. Im Schatten sehe ich eine Antenne. Ich sehe überhaupt keinen Schatten. Ich sehe meinen eigenen Schatten nicht. Eine Tür. Okay. Das ist dein Topf, ist das. Achso, wie eine Frau. Schießt im Kopf. Oh. Hä? Oh, wir sind da. Wir Wahnsinn. Haben eine Sicherheitsdrohne bei uns in der Nähe. Wo steht das? Oben rechts unter USS 32 Spiele. Tatsächlich. Ah, Security Drone. Da unten sind Ressourcen. Oh. Bin ich gestorben? Wo bist du denn? Ich bin einfach umgefallen, glaube ich. Boah, ist das schwierig. Also wir müssen es echt noch ein bisschen zurechtfinden. So, ich bin wieder im Medizinraum wach geworden. Hallo. Hallo. Brücke. Ich bin der verdammte Captain hier. Wie kann ich einfach sterben? Wie kann man denn aussteigen? Das würde ich auch noch gerne zeigen. Hier mit dem Teleporter. Okay, wo ist der? Ja, wir haben aber leider gerade kein nichts, wo wir uns hin teleportieren können. Doch, ich habe mich hier hin teleportiert. Ja, ja. Super, mach ich nochmal. Okay, das geht auch. Wie gesagt, also kleines Testzonenvideo, ein bisschen ungeplant war das, weil das alles so spontan kam. Aber super, super interessantes Gameplay, muss ich sagen. Ja. Wir sehen auf jeden Fall bei Pappner sein Projekt, das kommt natürlich auf meinen Kanal mit auch, keine Frage. Da sind wir dann eine Crew, feste 5 Leute. Keine Ahnung, wer sich da bewerben wird beim Pappnase sozusagen. Also bewerben möchte ich gar nicht sagen. Aber Pappnase trifft die Auswahl. Wir brauchen noch 3 Mann. Und keiner muss Profi sein. Wir arbeiten uns einfach rein und gucken uns das Spiel einfach ein paar Folgen an. Dann zusammen nehmen, zusammen auf. YouTuber natürlich auch erwünscht. Denke ich mal, ne Pappnase? Ja. Und ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Von, wie heißt das Spiel nochmal? Pulsar? Los Colony. Los Colony. Alles klar. Tschüss. Tschüss.